Jetzt kommen wir zu einer Frau. Sie spielte schon in so Blockbuster-Streifen, Fernsehserien wie Die Camper, Mein Leben und ich. Heiter bis tödlich oder? Penispanik. Das ist natürlich ein Scherz. Den Film gibt's gar nicht. Und jetzt in einer neuen Serie bei Sat.1 zu sehen. Begrüßen Sie bitte Wolke Hegenbart. Meine Damen und Herren. Moin, moin. Hast du abgenommen? Ja, kürzlich. Sieht man das? Boah, bist du fett geworden. Das gibt's ja gar nicht. Ja, es kommt noch dicker. Ja, es kommt noch dicker. So heißt nämlich die neue Serie. Ja. Und es sieht wirklich perfekt aus. Aha. Überleg mir jetzt, ob wir die Zuschauer jetzt einfach an dem Glauben lassen, dass du so dick geworden bist. Oder es ist einfach perfekt. Also selbst wenn man es nicht im Fernsehen sieht, sondern hier aus der Nähe. Ich würde es nicht essen. Mhm. Ah! Na, Frau ist. Hast du ein Loch gemacht? Hat er was gemacht? Ein Loch? Nee, 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 nee. Was für ein Herzstillstand. Das ist echt. Das ist also wirklich perfekt. Das ist so eine Art. Das, es fühlt sich auch an wie Haut. Ist aber nicht. Das ist so eine Art Silikon irgendwas. Ja. Hier. Hallo! Das sieht echt geil aus. Das ist Wahnsinn. Das setzt sich auch hier fort am Hals und so. Ne? Das ist alles hier so. Man denkt jetzt, wie ekelhaft. Das musstest du jeden Tag machen für die Serie. Ja, 45 Tage lang, 5 Stunden jeden Tag, 225 Stunden Maske. Du bist aber drunter immer noch so dünn ja, wie vorher. Ganz ja, ja, normal. Tatsache. So. Hast du dir auch mal den Spaß gemacht, dass du einfach nach dem Dreh gesagt hast, komm, ich lass dran? Wir waren draußen. Wir haben ja draußen gedreht in Wien. Und ich bin ganz normal unter Menschen gegangen, aber mich erkennt ja keiner. Aber wenn du abends dann so Nein. zum Beispiel in ein Restaurant gehst und sagst, ich hätte gern 3 Flaschen Ketchup. Nee, dafür war die Arbeit dann doch ein bisschen zu lang und zu anstrengend. Das hier am Körper, das ist aber dann so... Komm. Das ist aber, nein, das ist... ja, das ist alles so... Mm. Ja. Das ist toll, also sowas hätte ich auch gerne mal. Cool, der Elton ne? hat ja sowas schon. Worum geht's denn in der Serie? Die Serie heißt, es kommt noch dicker. Genau, beginnt mit mir als dünnen, erfolgreichen Mädchen, die in einem Hotel erfolgreich managt und dann über Nacht zum Mopsi-Monster wird. Ja, und was bringt das für Probleme mit sich? Das bringt das Problem mit sich, dass sie ihren Job nicht mehr machen kann und die andere, die sie quasi abgelehnt hat, ihre Form als dicke Buchhalterin. Man kann doch als dicke ja, aber im Hotel arbeiten. Ja, eine Wellness-Hotel-Chefin, die... jung, gesund, vital versprechen, kann sie ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Und dann? Stellt sie die andere ein. Für psychische sich. Probleme. Das auch, ja. Aber vor allem hat sie das Problem, dass sie mit der anderen, die gar nichts kann, quasi durch dieses Hotel laufen muss und dieses noch zu leiten versucht, sagen wir mal so. Was ist das, Romantic Comedy? Oder wie heißt das? Heißt ja eigentlich alles Romantic Comedy? Das heißt erstmal ist es eine Body Switch Komödie natürlich. Eine Body Switch Komödie, yeah, okay, man. Neuen Begriff gelernt. Body Switch Komödie. Und dann. 38 Schlinge auf dem Force Field. Body-Switch-Komödie. Das ist ein bisschen wie, ist Verliebt in Berlin auch eine Body-Switch-Komödie? Nee, da tauscht sie ja nicht. Die wird doch auch, ach so. Switch heißt tauschen, ne? Ja. Ah. Ah. Richtig, okay. Ja. Wer spielt da noch mit? Kennt man noch andere? Ich weiß nicht, Bürger Lars Dietrich. Bürger Lars Dietrich, ja. Der Mädchenmillionär. Alle Mädels, alle Frauen rennen mir hinterher. So, der erste Hit von Bürger Lars Dietrich. Spielen unseren polnischen Hausmeister Oleg. Ja, mein alter Oleg. Kumpel Bürger Lars Dietrich. Grüße. Hat er auch ein Grüße zurück. Danke. Hat er auch Nee, alle außer mir sehen normal aus. Okay. Ja. Und das dauert dann 4-5 Stunden jeden Tag, bis das fest sitzt. Die Haare sind aber deine? Ja, hör auf, zieh da nicht dran. Nein, das sind nicht meine. Das war so zerstörerisch. Ja, das fand ich jetzt lustig. Aber auch hier das Doppelkinn, das ist. Dickerchen. Toll, echt? Ja. Kann man sich doch angucken, oder? Ja, ich meine, du brauchst einfach nur zur RTL gehen, kriegst direkt eine Gartenshow. Eine Gartenshow? Ja, oder ich denke darüber nach. Ja.
So, wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an. 20.15 Uhr geht's los. Nächsten Montag, dann immer montags um 20.15 Uhr auf Sat.1. Es kommt noch dick. Wir haben das mal von euch bekommen, so im Zeitraffer, wie das aussieht, wenn du von dünn auf dick gemacht wirst. Ja. Wir schauen mal kurz rein. Hier, kann man es sehen. So. Ja. Da ist das nicht unglaublich schlecht für die Haut? Da schwitzt man da drunter sehr wahrscheinlich, ja, oder? Richtig. Das sind die negativen Nebeneffekte. Ja. Man kann natürlich nicht atmen, das ist ja klar. Das wird da drauf geklebt. Früher sah das ja immer so, so ein bisschen dilettantisch aus, aber jetzt ist es wirklich hier aus der Nähe. Es ist nicht zu erkennen. Wir haben natürlich auch Top-Leute, die das gemacht haben und eine ganz tolle Firma aus Berlin, Twilight Creations, die das gemacht haben. Machen die auch so Monster und sowas, bei so Splatterfilmen und so? Ja, und die haben gerade der Medicus die erste Leichenöffnung gemacht und so. Die machen halt diese ganzen Specials, Monster und Menschen wie mich. Okay, guck mal, da kann man sehen. Da. Genau, das sind Tamar und Pamela, die das... immer so das geht dann bis runter zu ich habe hier so einen Lappen, soll ich den mal rausholen? Ja. Ah, okay, hier, da kann man sehen. Ja, das ist das Ende. Da kann man unten, kann man in den Hals reingucken. Aua, nicht ziehen, ist festgeklebt. Ach so. Ja. Jetzt muss ich mich wieder sortieren. Ich einen guten Splatterfilm machen heute Abend hier. Ja, wir könnten noch. Lass mich doch einmal hier rechts. Guck mal in die Kamera. Sie dann kaputt gemacht? Ja, guck, jetzt hast du ein Loch reingemacht. Ach so, habt ihr mehrere davon hoffentlich? Eins wird immer nur einmal benutzt. Ach so, eins wird immer nur einmal benutzt. Dann könnte man ja theoretisch jetzt alles kaputt machen. Also, pass auf, es ist viel authentischer. Nein, pass auf, nimm die Nase, sonst geht meine echte Haut mit runter. Ja, das ist Prothesenkleber, das kannst du nicht einfach sieht so. Sieht aber schon aus wie ein Schmiss hier. Guck mal. Grübchen. Hallo. Alles kaputt gemacht. Nimm es auf. Ich mach's wieder gerade, ich hau mich wieder dran. Kannst du gar nicht. Die Nase ist auch nicht echt? Nein, das ist auch nicht kannst du mal vorsichtig dran ziehen. Ich habe eine super Idee. Du guckst jetzt mal so ein bisschen seitlich hier. Ja. Ja? Jetzt ziehst du daran, aber vorsichtig. Wenn ich ziehe, kann ja sein, dass einer umschaltet und jetzt gerade erst reinkommt. Ja. Wenn ich da dran ziehe, schreist du bestialisch. Ja? Okay. Aua! Ja. Ah! Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja. Ach ja, ah, da hast du dir ein bisschen gemacht. Ich muss nicht nach Hause gehen. Nein! Du kannst ja nicht nach Hause gehen. Schreien um Schreien. Ah! mit Schreien ist das total super. Komm nochmal. Ah! So, es kommt noch dicker. So. Ab Montag. In Sat.1 immer 20.15 Uhr. Ich glaube, es wird ein Erfolg. Kann man jetzt schon sagen. Toll. Ja, das ist großartig. Komm, schnell zum Arzt. Ja. Wolke Hegenbart, meine Damen und Herren.